Hallo, mein Name ist Stefan, ich mache jetzt YouTube, werde steinreich und berühmt. Es ist Sonntag, der 25. April, 6:30 morgens. Ich habe mich heute ganz früh aus dem Bett gequält, meinen Moped-Kram angezogen und mich auf die Straße begeben, weil ich euch was zeigen wollte. Der Schal, den ich da eben anhatte, hat den spannenden Vorteil, dass ich nicht so viel Mücken ins Gesicht kriege und wenn ich irgendwo vorbeifahre, falle ich nicht ganz so sehr auf. Also ich habe nachher irgendwo auf dem Feldweg tatsächlich Thai-Leute gehabt, die mich in Thai angerufen haben. Bei Nai, was so viel heißt, wo fährst du hin? Und wo ich hinfahre, das sagt euch jetzt mal die Sopa. Pra Puttabat Nam Khao. Pra Puttabat ist quasi der Name und Nam Khao bedeutet wörtlich übersetzt Reiswasser, meint aber in diesem Fall am weißen Wasser. Also dieses kleine Kloster oder dieser Mönch, der da verehrt wird am weißen Wasser. Und ihr habt das Schild gerade schon gesehen, das sieht schon ein bisschen gammelig aus. Also dieser Platz ist, glaube ich, nicht mehr so sehr viel besucht. Ihr werdet das auch gleich sehen an den Bildern. Aber der Weg dahin ist halt wunderschön. Man kommt noch an Milchkühen vorbei und Mangos und Lamjais und ja, es ist halt ziemlich weit abseits und ich lasse euch jetzt mal einen Moment alleine. Mittendrin. Hört mal zu. Der Weg dahin ist teilweise wirklich nur noch ein Feldweg. Auch nur mit dem Moped befahrbar. Ich habe also Strecken gehabt, da war wirklich so Schotter und Kies auf der Straße. Oder der Kies war auch schon komplett aufgeweicht vom Regen und so. Und dann kommt man irgendwann hier an diesem kleinen Vorplatz an. Da gibt es ein Dach, wo man auch im Schatten sitzen kann. Und da hinten, das ist ein Toilettenhäuschen. Das ist aber alles schon sehr, sehr vergammelt. Also hier ist wirklich alles runtergerockt. Hier war offensichtlich schon länger niemand mehr, der sich da groß drum gekümmert hat. Also die Möbel sehen ungefähr alle so aus. Löcher im Tisch. Aber da war dann wieder ein Schild und mir war klar, hier muss es jetzt irgendwo sein. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Das letzte Stückchen muss man halt zu Fuß den Berg hoch. Mittlerweile ist es 7:20 etwa und es fängt halt an warm zu werden. Deswegen bitte ich mein Geschnaufe zu entschuldigen. Man sieht es auf dem Bild nicht wirklich, aber es ist echt steil da hoch. Und ich habe natürlich wie immer in Thailand auch nur so Gummilatschen an. Nicht die schlauste Idee, auf so einem lockeren Kies-Sandweg mit Gummilatschen zu laufen. Also hätte ich mich beinahe ein paar Mal auf die Nase gelegt. Dieser Platz, zu dem wir da gerade gehen, der wird halt verehrt, weil man da im Stein einen Fußabdruck Buddhas gefunden hat. Ihr seht das gleich, also im Prinzip ist das so ein Heiligenhäuschen, das gibt es ja Deutschland, Österreich, Schweiz auch überall, irgendwo auf dem Berg oben Heiligenhäuschen.
eine Marienstatue oder irgendwie sowas. Und so ähnlich könnt ihr euch das im Prinzip auch vorstellen. Was an solchen Plätzen eben auch ist, dass oft da vom Dorf noch Feste gefeiert werden. Also solche Häuschen sind eben auch oft da, wie so Wanderhütten bei uns. Man trifft sich da, man feiert da zusammen. Deswegen ist da auch immer ein bisschen Infrastruktur, unten die Toilette. Irgendwo stehen diese Tonkrüge, wo das Regenwasser gesammelt wird. Hier an dem ist halt einiges noch vorhanden, aber wie gesagt, unten das Häuschen ist schon ziemlich vergammelt. Hier oben geht es eigentlich, das ist alles noch relativ gut in Schuss. Ich habe an zwei Stellen auch Bäume gesehen, die waren relativ frisch gepflanzt, die waren noch nicht so alt. Also es scheint nicht komplett lost zu sein, es scheint doch noch Menschen zu geben, die sich darum kümmern. Aber offensichtlich nicht mehr so viele und ich glaube, gemeinsam gefeiert worden ist da oben auch schon sehr, sehr lange nicht mehr. Hier seht ihr den Fußabdruck, warum da jetzt noch so ein kleiner daneben ist, frag mich nicht, keine Ahnung. Ich lasse euch mal die Google-Koordinaten von dem Platz unten in der Videobeschreibung, wenn ich dann noch weiterführende Infos zu finde, irgendwie einen Google-Eintrag oder eine Website oder sowas, dann lasse ich das auch da, ich glaube es aber eher nicht. Hier geht es jetzt hoch, da ist der eigentliche Buddha-Schrein und da drüben ist wieder so eine Pagode. Bei den Buddha-Figuren ist es so, die sind also mittlerweile hinter Gittern, damit sie nicht geklaut werden, was hier vor 50 Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Aber das ist leider so, da kommen die Antiquitätenjäger und klauen. Ganz früher ist es wohl sogar so gewesen, dass bei berühmten Herstellern von solchen Buddha-Figuren, wenn dann jemand mit viel Geld da war und so eine Buddha-Figur in Auftrag gegeben hat, dann ist so ein kleiner Diamant in den Kopf eingearbeitet worden von den Figuren. Ja, und das hat, also als Symbol der Reinheit sozusagen. Und das hat natürlich leider dazu geführt, dass dann später viele Buddha-Figuren eben nicht nur geklaut und verkauft, sondern eben auch kaputt gemacht worden sind. Die sind einfach kaputtgeschlagen worden in der Hoffnung, einen Diamanten zu finden. Ja, hier sieht er diesen Mönch. Ich denke mal, das ist der, der diesen Flecken gegründet hat. Es gibt an der Mosel, nicht unweit von Koblenz, das Buddha-Museum. Da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Ich lasse euch mal einen Link hier. Könnt ihr mal reinschauen. Einige dieser Figuren, die dann weltweit irgendwo gehandelt worden sind, sind da von einem Sammler gekauft worden und ausgestellt worden. Soweit ich weiß, ist das die größte Buddha-Sammlung außerhalb Asiens, die da sehr respektvoll gezeigt werden und wirklich gerettet worden sind. Ist natürlich immer eine zweischneidige Sache. Also wenn man solche Figuren irgendwo kauft, bedient man ja auch einen Markt. Andererseits, so kann man sie noch anschauen. Das ist also frei zugänglich alles, kostet kleines Eintrittsgeld. Besser als wenn sowas irgendwo in einem Safe von irgendeinem Sammler landet und dann bis auf alle Ewigkeit verschwunden ist. Ich mag das Buddha-Museum sehr, nicht so weit von Cochem. Und wie gesagt, ich lasse euch einen Link da. Viele Kleinigkeiten fallen einem natürlich erst dann auf, wenn man sich mal einen Moment Zeit nimmt. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir ein ruhiges Plätzchen gesucht, mich ein bisschen hingesetzt, einen Schluck Wasser getrunken, Pause gemacht und einfach mal die Stille und den Platz genossen. Dann bin ich nochmal los, habe mir nochmal diesen Buddha-Fuß angeschaut.
Achtet mal auf diese orangenen Bänder, die werdet ihr hier immer wieder mal rund um die Bäume finden. Da gibt es eine interessante Geschichte zu. Die erzähle ich euch gleich auf dem Heimweg. Hab mich jetzt also wieder losgemacht. Wollte euch aber vorher unbedingt noch mal was zeigen. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie abgelegen dieser Platz ist. Jetzt schaut mal auf mein Handy. Das ist hier völlig normal. Am Arm der Welt hast du vernünftig Internet. Bin ich immer wieder beeindruckt von. Die Bäume mit den orangenen Bändern drumherum sind sogenannte, ja, bei uns würde man sagen, ordinierte Bäume. Also das sind ja auch fühlende Lebewesen und die sind von Mönchen in ihren Orden aufgenommen worden und deswegen darf man sie nicht absägen. So ist in Thailand die Umweltbewegung entstanden. Da haben sich Mönche dagegen gewehrt, dass man die Bäume rund um ihr Kloster abholzt, indem sie die einfach als Lebewesen mit in ihren Orden aufgenommen haben. Ja, und wer würde das schon tun? Quasi einen Baummönch absägen. Hier seht ihr jetzt den Platz in Thailand, den ich am wenigsten lieb habe. Wir haben also eine riesige Hühnerfarm bei uns in der Nähe mit, weiß ich nicht, 30, 40, 50.000 Hühnern, keine Ahnung, riesige Hallen. Und das stinkt leider schon mal bis zu uns rüber. Manchmal echt eklig. Und was ich heute gesehen habe, die verbrennen auch einfach so ihren Müll. Also gegenüber von dem Eingang gibt es eine wilde Müllkippe. Naja, gut, jetzt bin ich schon wieder vorne an der Hauptstraße, fast wieder zu Hause. Und wollte mich einfach nochmal bedanken bei allen, die das Video bis jetzt geschaut haben. Ich bin überhaupt begeistert, wie gut der Kanal ankommt. Habe mittlerweile fast 500 Abonnenten. Wäre natürlich toll, wenn noch ein paar dazukommen. Macht ein bisschen Werbung für mich. Teilt das Video bei Facebook und seid so nett, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.